Willkommen zurück zu einer neuen, magisch, aber auch mysteriös müffelnden Folge The Survivalist mit einem Mann, der merkwürdige Reisen macht und mich aus irgendeinem Grund zu einem komischen, weißen, kahlköpfigen Männchen gemacht hat. Kreis. Also, wieso bist du überhaupt so kahlköpfig? Ich weiß es nicht. Du hast mich irgendwie entführt, hast mich gebleached und hast mir die Haare wegrasiert. Ich bin online gekommen, mein Charakter, alles war beim Alten und Kies so, ja, ich habe hier die Early Access Version, ist kaputt. Ja, also, das ist hier schon unsere Erklärung Nummer 1, ne, mittlerweile. Aber es ist so, wir hatten so eine Entwicklerversion und ich habe auch den Entwickler auf Discord geschrieben, ey, unser Speicherstand geht nicht mehr. Da hat er gemeint, ja, ihr müsst alles löschen, Cloud-Synchro deaktivieren und dann halt, ne, dann geht's. Dann geht's, ja, dann geht's auch wieder. Es geht auch wieder, aber jetzt haben wir halt, ja, eine komplett neue Insel. Ich habe noch ein Fernrohr, das heißt, ich kann sehen. Ja, du hast deine Sachen immer noch, aber ich habe nichts mehr. Oh mein Gott, ich war Hunger. Affe, mach Essen! Na, Affe, mach Essen! Ja, wirklich. Ich habe auch jetzt hier keine Goldsachen mehr. Oh, nee. Tut mir ja, das ist wichtig. Wir waren halt bei Gold. Wir waren nicht nur bei Gold, wir hatten ja voll die krassen Rubine und weiß ich nicht, was wir alles gefunden haben. Jetzt stehen wir hier und ich muss dicke Bäume im Wald wieder fällen. Tja, da sind wir eben wieder am Anfang. Aber wir bauen uns dann gleich ein Segel und dann geht's los. Dann gehen wir auf Tuchfüllung. Dann wird alles wieder gut. Aber hier unten sind auch noch zwei Dings, ne? Dingos? Tempel irgendwie in der Nähe. Echt jetzt? Achso, du meinst diese komischen Gewölbe. Ja, ja, genau. Ist ja kein Tempel, streng genommen. Ja, so. Oh, ich kann Bogen bauen. Oh, ich kann eine Latte bauen. Hier drüben geht Latte. Ich sammle erstmal die Grundressourcen wieder. Na, ich mache erstmal hier mir einen geilen Fisch. Ich mache mir erstmal schön gefilterten Fisch. Gefilterter Fisch. Weil gefilterter Fisch schmeckt gut in meinem Mund. Hier ist ein abgeschütztes Flugzeug, aber ich kann die Kisten nicht öffnen. Die musst du zerstören. Naja, geht nicht. Du hast eigentlich einen Affen, der dann immer die Sachen einsammelt und in eine Kiste legt. Ja, aber hier so eine richtige Affen gibt's ja nicht. Systematik aufbauen. Das Affensystem musst du ja dann einstellen, weil bei mir geht das nicht. Ich weiß, aber bei mir geht's ja auch nicht. Wieso? Du kannst den Affen sagen, was sie machen sollen. Ja, das schon, aber ich kann dir nicht die Rechte geben aus irgendeinem Grund. Ja, das meine ich ja. Deswegen musst du das Affensystem organisieren. Hast du eigentlich gefilterten Fisch? Nö. Ich habe ja nicht mal eine Angel. Wie soll ich einen gefilterten Fisch machen? Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre halt sowas, was du automatisch machst. Nee. Das ist eine automatische Funktion von dir. Professor Judokai macht gefilterten Fisch. Versucht den Bollen zu vergiften. Ja, das machst du ja dauernd. Kann man eigentlich irgendwie einstellen, 20 Seile machen? Oder muss man immer ins Inventar und knüppeln? Man kann das am Tisch einstellen. Du kannst am Tisch das Rezept machen und sagen 20 Seile. Und wie geht das? Gedrückt halten dann A und dann nach rechts schieben, wie wenn du sammelst. Okay, oh, der mysteriöse Shop schließt gleich. Egal, habe ich alles rausgeholt. Aber du kannst dann. Bisher konnte man zumindest nicht das Material dann reintun. Ach, das geht nicht. Nee. So, jetzt steht da mal 20, ne? Das sind so diese Feinheiten, die irgendwie im Spiel keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch einen Affen brauchst, der dann das Material. Brauche ich jetzt wahrscheinlich bei einer Kiste, der das Material rausholt. Ja, irgendwie so. Ne, aber sonst geht es, glaube ich, nicht. Guck mal, der Affe, der schuftet jetzt ganz gut. Und wir können dann nämlich diese Dinger hier bauen. Das ist das, was wir am Ende brauchen. Das hier. Was ist das? Boden. Das ist nicht Boden, das sind Killer-Spikes. Und Spiken ja auch... Ja gut, aber... Ja. Hast du ein Allzweckwerkzeug? Dann kannst du mal so eins machen. Ich hab eins. Muss ich mal bauen. Ja, aber dann, okay, man muss das irgendwie mit dem Affen automatisieren, weil sonst würde ja auch hier sich das nicht anbieten. Ja, ja, eben, 20 alles mal zu machen. 20, ja. Also irgendwas geht da noch, die geheimen Techniken. Ich schätze mal, dass echt dann irgendwie ein Affe das Material liefern muss noch oder ja, so. Ja, ein Affe muss irgendwie lernen, aus der Bananenkiste ein bisschen was rauszustrippitzeln. Der da brauchst du aber auch irgendwie 20.000 Werkbänke. Das geht ja dann so ein bisschen in die Richtung hier, Factorio. Ja, ja. Bloß halt mit Affen. Aptorio. Aptorio. Ja, und die Dinger brauchen wir, um uns zu verteidigen gegen den bösen Lord Willnochmehr. Hast du denn hier Lord Willnochmehrs altes Segel schon? Nee, dafür brauchen wir hier, Ding. Oh, ich kenne sogar hier die Knochen. Ah, deswegen braucht man Knochen.
Ich würde einfach hier oben sagen, hier, Buff. Schon mal das Ding hinbauen. Ich habe auch schon Stöckchen gemacht. Ich würde erstmal schlafen gehen. Meinst du? Das ist meine verrückte Idee, ja. Na gut. Legen wir uns ein bisschen hin. Dann würde ich ja mal in die Grotte gehen und halt mal gucken, ob der Affe uns begrotten kann. Ja gut, aber jetzt, bevor wir dann da hingehen, liefere ich wenigstens noch eben die Stöcke und die Seile ab. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Hast du denn eine Waffe? Nö, Pfeil und Bogen habe ich, aber ansonsten nix. Hast du gefilterte Fisch? Nein, woher? Kann kein Fisch fangen. Brauchst du gefilterte Fisch? Ich hab gefilterte Fisch. Ich hab schon wieder eine Bettdecke irgendwie geklaut. Mehr Seile und mehr Stücke. Die müsste man auch festnageln können, ohne Kack. Bettdecke bewegen regt mich richtig hart auf. Gut, dann gehen wir mal hier in die Katakombos. Ja, warte, ich mache hier eben das Floß fertig. Was wir brauchen ist halt, haben wir Fell. Ich weiß gar nicht, wir brauchen Fell. Ich habe in meiner Kiste ist ein Fell, glaube ich. Ich habe 6 Fell hier oben noch drin. Ich hatte vorhin nämlich da einen so einen Gehörnten. Weil du brauchst einen Gehörnten Louis. Und nur mit einem gezackten Louis. Oh, der Mann flattert davon, ne? Ja. Warum nimmt er uns nicht eigentlich einfach mit? Weißt du so? Weil er uns nicht mag. Er hat gemeint, du wärst sehr unsympathisch. Du riechst halt immer so streng. Das findet er halt nicht schön. Traden kann er oder was? Aber er verkauft dir, ja klar, er gibt dir sein Geld, aber riechst halt nicht so gut, hat er gemeint. Oh, ein Schlamm. Also wir bräuchten auch mal eine Schaufel. Wie baut man denn eine Schaufel? Die Dschungeldusche fehlt. So, warte, jetzt haben wir. Moment. Jetzt haben wir das. Und dann brauchen wir hier so eine Premium-Wolle. Was brauche ich dafür nochmal? Dafür brauche ich dann den Kram hier, dafür brauche ich ja wieder. Ey, das ist so ein hochkomplexes Bausystem. Ja, aber wenn man einmal drin ist, ist man der Gelackte. So, dann lege ich mal alle meine Sachen ab hier, damit wir ganz in Ruhe. Ich brauche noch hier Palmenspritz. Hat man doch irgendwo hier. Soll ich das Fernglas lasse ich erstmal hier, ne? Wir gehen ja erstmal nur hier auf der Insel rum, oder? Im Moment können wir auch nur auf der Insel rumgehen. Ja, ja. Weil sind alle Palmen weg? Ah, ne, hier ist noch eine. So ein gieriger Mensch. Hat alle Palmen. Hat alle Palmen. Nee. Spitzhacken haben wir auch nicht mehr. Nee, wir haben nichts mehr. Wir sind halt jetzt wieder The Naked Boys. Ja. Aber das Geile ist, ich habe schon mal Tempelschlüssel gekauft. Oh. Schön reingegriffen. In die Tempelkiste. Ey, die greifen ja an. Manchmal ist gerade hier noch so ein komisches. Also ich baue jetzt nochmal das Segel. Was? Wieso rennt er davon? Oh, davon braucht man 2. Uff. Ich habe das Palmenblatt, mit dem er seine Lenden geschützt hat. Damit machst du jetzt was? Das riecht doch wieder auch merkwürdig. Da wunderst du dich, dass die Leute immer sagen, der Kreis, der riecht immer so komisch. So, der Affe zimmert jetzt hier noch schnell was. Kann ich mich auch mit einer Axt wehren gegen den Typen? Ja. Okay, wir können jetzt offiziell ein Segel bauen. Okay, aber ich werde hier offiziell erlegt gerade. Huh, bist du schon wieder drin, in welchem Loch? Nee, ich bin hier unten an so einem. Oh, ich habe jetzt so eine Luxus-Bettdecke. Kann ich eigentlich so meine billig Bettdecke kann ich dann eigentlich geben, oder? Hau ich dir mal rein hier. Was will er denn haben? 2 Knochen. Haben wir Knochen? Fleischreste? Knochen haben wir irgendwo. So, der Affe macht jetzt mal hier das Segel für uns und ich gehe mal da unten in die Grube. Ja, warte, ich habe einen Stuhl gestohlen. Van Grubinger. Ich bin unten in der Spaßgrube. Unten in der Spaßgrotte. Bei Spaßpit. Oh, ein Wandteppich gibt's hier. Kannst du auch verkaufen. Echt? Hier. Ja. Oh, kommst du auch rein mit in die Grube oder willst du eher nicht so gruben? Ja, ich muss ja. Oh, Alter, da ist Party. Da ist richtig Party. Oh, wir verlieren niemals, sagt er. Oh Gott. Oh mein Gott, der ist ja richtig krass. Hast du gesehen? Der kannst du Barrelrolls. Der hat auch so einen goldenen Barrelhelm irgendwie. Der Barrelmann. Vorsicht. Oh. Warum liegt da Fisch? Ich brauch dringend irgendwie eine coolere Waffe. Nimm das! Ich hab einen goldenen Säbel. Ich kann ihn nicht die ganze Zeit mit meiner Axt erledigen. Ich hab
Weißt du, ohne Scheiß, ich habe nicht mal eine Angel, aber ein goldenes Säbel. Oh, 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 ich bin hier mit anderen Dudes. Ja, wenn du noch einen goldenen Säbel hast, kann ich eigentlich... Ja, wenn du noch einen goldenen Säbel hast, kann ich gar nicht passieren. Leg einen Bogen rum. Schlamm, Holz, Leiter. Ich hab schon einen Bogen. Mehr ist hier nicht? Nur der eine Raum? Ja, warte mal, ich war noch nicht ganz am Ende. Kisten wird's ja da auch noch geben, aber ich muss jetzt mal raus und abliefern. Wems? Und ordentlich Schlemsen? Schlemmermann. Der hat auch noch hier, ich habe eine Leiche mit Schlamm drin gefunden, den nehme ich mit. Ja, ein bisschen Schlamm ist immer gut. Hier ist nix, aber... Aber keine Kisten? Hier muss doch noch Truhen geben. So richtige Truhen jetzt noch nicht, nur halt... Ja, guck mal, da oben geht's aber weiter. Oh oh. Die sind doch politisch unterwegs. Das Essen ist da, hat er gesagt. Oh, Schlüssel? Wie Schlüssel? Das heißt, dass der Raum abgeschlossen ist. Ach so. Achtung, hier oben sind noch viel mehr. Aber der hier hat eine dekorative Uhr. Ich werde hier gerade getötet, ne? Also. Aber die Uhr. Aber die Uhr von einem toten Mann. Ich bin doch im Leichenschänderkreis. Oh. Ey. Knapp überlebt, mein Freund. Aber das war ein richtig krasses Gewölbe jetzt hier. Ich höre einen Affen. Na gut, der wird hier... Oh, Rasselmann. Rasselmann, der Rasselpirat. Keine Ausdauer mehr. Geaxtet habe ich ihn, aber da oben. Achtung, ist du musst den Geisterzipfel mal besiegen. Der Geisterzipfel. Nein, er kommt und will sie zurück. Ich kann nicht angreifen, weil. Oh. Yes, 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 yes. Gold, nice, Gold. Oh, und Metall-Dinge. Boah, Fackeln und Bogen. Oh, ich brauche dringend hier die Keule, Junge. Jetzt habe ich eine Keule. Palmenblätter kann ich eigentlich auch nicht ablegen. Das trade ich mal hier gegen Metall. Oh, hier ist eine gute Hacke. Ah, gut, die Hack. Ach komm, warte, mach ich das hier weg? Weil wir brauchen die Knochen da oben für Statuen. Die wollten Knochen haben. Achso, ich hab Paco wieder am Start. Paco! Der wird meine große goldene Truhe schleppen dürfen für mich. Da siehst du aber doch easy schon ein Gewölbe zerlegt. Ich schmeiß jetzt erstmal Pfeil und Bogen dahin, weil ich weiß nicht, ich finde Pfeil und Bogen total lame. Das Segel haben wir auch ready? Nee, finde ich mega. Nee, weil jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwas anzuvisieren, werde ich eh von irgendwas erledigt, also... Ich bin mal aus der Höhle wieder raus und werde jetzt mal oben gucken, wo ich ein paar Sachen ablege. So, hier. Rein, rein, rein. Wenn ich irgendwo... Warte mal, ich muss ein bisschen umrüsten. Gib mir mal das hier und das hier. Ich hätte gerne irgendwie einen Rucksack. Kann man einen Rucksack bauen? Ah, Ruckel? Ich weiß nicht. Ruckensäcken. Wo waren denn hier die beiden Statuen, den es so am Rücken gejuckt hat? Boah, keine Ahnung, die hast nur du gesehen. Also in meiner Welt existieren die gar nicht. Mist, ey, ich hätte mir die markieren sollen. Ah, hier. Oder? Was will der hier? Der will auch noch zwei Knochen. Aber ich habe nur noch einen Knochen. Ich sortiere noch einen Knochen? Ein bisschen um. Ja. Oben neben der Schmiede ist eine Kiste, da sind meine Knochen dran. Ey, was ist jetzt los? Oh, der ist da rein. Er ist da rein und wieder weggerannt. Greifen wir uns an? Haben wir einen Raid? Nee, ne? Alter, was hast der denn da drin, Junge? Achtung, hier kommen kleine Männer! Leben gerettet, erneut. Ich nehme jetzt hier nämlich meinen Power-Segel. Patentiertes Markenzeichen der Familie Keystraw. Und wenn ich meinen Power-Segel hier habe, das nehme ich schon mal hier drüben dran, flanschen. Aber ich habe das Boot noch gar nicht gebaut. Mist. Wieso? Ich habe doch ein Boot gebaut. Wo? Aber wo? Ich muss auch eins bauen, sonst habe ich kein Portalo. Da brauchst du jetzt eh noch nicht, oder? Ja, man sollte schon alles können. Ja, weißt du, mit dem Bogen hätte ich wieder 3 Minuten gebraucht. Jetzt gehe ich da hin, zack, 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 tot. Ja, der Bogen ist aber gut für die Jagd. Lümmelbub. Kann ich noch irgendwas... Okay, ich brauche 6 Stöckchen für meinen
kleines Party. Ich hatte in meiner normalen Kiste ist nichts. Ist noch ein bisschen was drin. Aber Stöcke geht ja aus Nutzholz mal eben fix. Ja. Ja, ja. Schon gebaut hier. Zack. Schlammbretter. So. Wo sind meine Affen? Die könnten das doch erledigen. Ja, sehe ich genauso, aber. Da ist noch Metall. Kreis ist nämlich in der Affengewerkschaft und verteidigt die jetzt. Ja. Und wenn das hier so rumliegt, nehme ich das mit. Er sagt Freiheit für die Äffchen. So, wo bist denn du jetzt da oben? Ach, da. Guck mal, es wird schon wieder hell. Was ist das hier? Schatzkarte wurde hinzugefügt. Ja. So, das Boot ist dann bereit, aber ich will meine Kiste noch mitnehmen. Darum muss ich ein wenig umräumen. Aber mal hier hin. So, hier habt ihr auch ein bisschen Holz. Warte mal, ich brauche noch eine Kiste. Ich brauche mehr Kisten. Ich brauche eindeutig viel mehr Kisten. Eindeutig viel mehr Kisten. Bevor ich so ein paar Teile in eine reingekriegt habe. So. So, Stöcke, Holz. Na los, Affe, bau! Und zwei Seile. Mann, Affe, was ist denn dein Problem? Du sollst bauen, Knecht. Baue er, Knechto! Baue doch, Knecht! Warum hast du jetzt hier so einen Tisch und Stühle am Strand? Was? Ja, weil ich auch einen Tisch bauen muss, damit auch andere Leute ihre Dinge weiter neue Blaupausen kriegen, vielleicht außer Kiesjob. Ja, das sage ich ja die ganze Zeit, dass ich das machen muss. Dann heißt immer nur Unsinn. Unmund. Alter, die Falle versorgt uns von alleine mit Sachen. Ja, weil die ganzen Tiere da reinrennen. Ja, ich brauche mehr davon. Ich bin der Meinung, wir brauchen so einen richtigen Fallenwall. Ein Fallenwall? Ja, ja, gut, aber... Cool, die Sitzanimation ist ja super. So hinterm Stuhl zu sitzen. Ah, jetzt sitze ich drauf. So, warte. I'm ready. Für die große Tour. Man kann auch selber Stühle bauen, ne? Guck mal, der Hase ist da straight reingerannt. Der wollte sterben. Hast du gerade gesehen? Ja. Der hat sich gedacht, was ist das hier Schönes? Idiot. Idiot. Ja, wir können eigentlich ziehen. Warte, ich baue eben meinen Stuhl zu Ende. Paco hat schon eine Kiste. Sagt Paco, er soll die Kiste tragen. Hier, Paco. Brav. Komm mit, Paco. Komm, wir erleben Abenteuer. Hui. Metallkeule. Nutzholz. Ja, du kannst den hier den Laden kaputt machen. Kannst du sagen, hier, ich will hier keine Städte in meiner Nähe haben. Dann kannst das du macht Greis immer mit seinen Mietern. Kannst du Nutzholzmieter? Sag dir mal, ich will hier niemanden in meiner Nähe. Ich bin König Greis. Sind Hausbesetzer. Du bist Hausbesetzer? Das sind Hausbesetzer. Dann gehen wir mal hier lang. Das Abenteuer, Mann. Fühlst du es? Das salzige Abenteuer auf deinen Lippen? Aber ich habe mein salziges Fernrohr gar nicht mitgenommen. Warum? Na gut. Wo sind wir denn? Da ist ja nix. Ist ja nix? Kommt da nicht ein bisschen nach irgendwas? Unten. Nach oben. Oder unten, ja. Welchen sehe ich auch nicht. Das segel ich dann weiter? Nee. Ja, irgendwann wird schon irgendwas Krasses kommen. Paco hat die Taschen voller Glück. Seht da nix? Echt jetzt? Da kommt gar nichts? Nee, fahren wir nochmal runter jetzt oder so, damit wir wenigstens irgendwo was finden. Warte mal. Ah doch, da oben ist was. Oben. Hast du irgendwann mit dem Fernglas schon Fernglast? Ja, gerade am Anfang, stimmt.
ich und Paco, wir schwimmen zum Tempel. Und Kreis ist eigentlich auch dabei. Eigentlich schon. Aber warum, weil früher warst du noch ein Ork mit Afro und jetzt bist du irgendwie ich werde wieder, alter Mann. Ja, weil du mich gewhitewashed hast. Swell! Du hast mich geswellwashed. Wir sind hier Swell of the North Shore. Was? Was? Scheint eine schottische Insel zu sein. Swell of the North Shore, Buff? Ei, der da ist. Da wären wir. Guck mal, hier gibt's Eisen. Was ist das hier für ein Ding? Und Katzen! Oh, Tiger! Tiger! Ein echter Tiger! Echter Tiger! Oh, shit! Kreis, mach was mit dem Tiger! Paco, renn! Nimm doch den Bogen! Geh zum Wasser! Oh, das sind Tiger können Tiger schwimmen! Tiger können schwimmen! Keule! Boah, Paco, du hast nicht die Kiste gehalten. Du weißt, dass du nicht so viel wert bist wie die Kiste, oder? Wollte ich hier nur noch mal klarstellen. Oh mein Gott. Oh, guck mal, hier ist eine Höhle. Eine primitive Höhle, wo wir rein können. Ja. Da kann man rein? Alter. Oh, hier gibt es ein bisschen Stein. Eisen. Boah, Alter, die Powerhacke. Bam. Bam. Crasser Dude. Du, dann steck alles in den Affen. Das hast du gestern Nacht auch gesagt. Ich so, hey, wie geht's dir? Steck alles in den Affen. Und ich so, alles klar, ich hab was vergessen. Ich wollte noch zum Rewe einkaufen. Hey, draußen ist auch noch Iron. Ich habe keine Spitzhacke. Ist so eine richtige Dschungelinsel, ne? Spitzhacken kann man so auch nicht bauen, ne? Nee. Nee. Ist auch Jungle. So eine Eingangshöhle? Sieht so aus, aber man kann nicht richtig eindringen. Ach, guck mal hier, ich brauch keine Spitzhacke. Ich schlag mach das mit meinem Gesicht. Ich mach das mit meiner Keule. Mit meinem Gesicht mache ich das. Oh. Oh, Wildschwein. Das schmeckt doch, oder? Mal hier mit dem Goldsäbel. Haben die gar nichts zu lachen. Goldsäbel, Alter. Ich bin froh, dass ich eine Keule gefunden habe in der Höhle. Er hat einen Goldsäbel. Guck mal hier, die Iron Blood Barracks. Oh, hier ist Gold. Gold brauchen wir. Wir brauchen halt wieder diesen roten Kram. Eisen brauchen wir eigentlich gar nicht so sehr, weil auf der Insel, wo wir waren, gab es schon genug. Oh nein, hier ist heiß. Paco. Ja, hier brauchst du irgendwie Funktionskleidung oder so, glaube ich. Guck mal, hier ist ein Fluss. Kann man nicht irgendwie den Fluss entlang? Nee. Das haben sie sich schon so gedacht hier, dass da... Aber da links... Da echt nicht rein. Nee. Aber guck mal, auf der anderen Seite gibt es aber Nuggets. Oh, ja, aber die kannst du ja nicht abbauen. Weil ja, klar. Hier geht's doch bestimmt rüber, oder? Nee, wenn du hot bist, kannst du es aber nicht abbauen, oder? Hä? Das dann brauchst du nur Barrelrolls. Mir ist irgendwie eine Fliege in den Mund geflogen. Das passiert ja echt häufig, also... Er will ein Angebot. Ich habe leider keine Spitzhacke. Sonst könnte ich das hier abbauen, aber... Ich habe leider nur eine. Oder hat der Affe noch eine? Nee. Sammel alles ein, ne? Kohle hatten wir auch genug eigentlich, Gold, ne? Gold mit. Ja, ich muss erstmal nur Platz schaffen, kurz. Oh, der will Mangos. Oh, hier drüben! Was ist das hier? Die Mine. Die Mine des Babo Yogos. Ajo! Kann man da rein? Oh, ich brenne. So, Früchte haben wir auch noch nicht gefunden, ne? Nee. Alter, hier ist aber was passiert. Hier gibt's halt dick Cash. Schweine. Gartenzwerg! Nimm den Gartenzwerg hier mit. Ich habe keinen Platz mehr in der Deck. Man, hier ist ein Schwein. Oh Mann, das Schwein. Aber wir brauchen Panzer. Einen Gartenzwerg. Aber ich habe einen seltenen Schweinehauer. Au! Ey! Das. Fies. Warum gibst du ihm jetzt eine Axt? Das wollte ich gar nicht. Hier, hast ein Stück Fleisch. Ab und zu kommt man immer auf Sachen und dann ist alles wieder total chaotisch.
Wichtig ist, dass du den Gartenzwerg hier unten mitnimmst. Wir brauchen Dekorationen. Welchen Gartenzwerg? Ja, hier, wenn man hier so reingeht und dann auf Öffnen hier in dem alten Schiff, ist ein Gartenzwerg. Im alten Geisterschiff. Irgendwo steht Öffnen, nicht Untersuchen. Da ist ein Gartenzwerg. Hab den Zwerg. Okay, wir müssen mal schauen, dass wir weiter nach oben kommen. Ich glaube, da gibt es einen Tempel. Irgendwie ist das so eine Tempelinsel. Ich fühle mich leicht ertempelt. Oh, ich habe voll die Lags. Boah, ich hatte eben gerade 6 Frames. Die Fledermaus, Junge. Die weiß, wie es geht. Oh, da oben gibt es viel Redstone. Alter. Oh, ich habe leider keinen Picky. Das ist so eine kleine Knapperhöhle. Aber du kannst halt hier auch Sachen markieren. Ne, hier ist auch nur wieder Gold und Eisen. Achtung! Bam! Alter. Er macht den Spinnerman. Mit dem Säbel. So, ich putze mal das alles da rein. Aber der Affe, der brennt nicht, oder? Der Affe, der brennt nicht, weiß ich nicht. Boah, wir müssen uns hier oben durchhacken. Auch wenn es heiß ist. Aber gemeinsam können wir es hinkriegen. Ich zerstöre erstmal von den Eingeborenen die Häuser hier. Damit die gar nicht auf die Idee kommen, zurückzukehren. Ich verbrenne hier oben. Aber ich will da durch. Gibt es irgendwie. Denkst du, es gibt Schutzklamotten? Aber man kann ja gar keine Kleidung anlegen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es aber so Rüstungen oder sowas. Habe ich aber noch nichts gesehen, dass man irgendwo irgendwas reinslotten kann. Muss man mal hier in den Guide gucken. Ich habe es geschafft, ich bin oben durch. Ja, wie schnell man aber auch jetzt so 22 Gold hat, ne? Ja, ja, das geht super schnell. Wie, wo bist du denn durchgegangen? Nach oben oder was? Ganz oben durch. Oh, hier ist so viel Redstone. Alter, hier ist nur Lavaland. Nur alles Lavaland. Hier ist Lavaland. Und super viele Fledermäuse. Also hier kannst du ordentlich Wings holen. Ja, wollte ich gerade sagen, können wir ordentlich Chicken Wings machen zu Hause. Oh, Redstone, Alter, jede Menge. Guck mal, hier kannst du noch außen rum. Ich mache hier mal eine Markierung hin. Aber auch wenn das für dich Abfall ist, kann ich das noch gebrauchen als normaler Spieler. Alter, Affe hat meine Truhe fallen lassen. Mann, Paco. Ich bin enttäuscht. Weißt du, was mies ist? Wenn jetzt wir zu Hause geraidet werden. Wir sind so weit weg, ne? Ja. Wir können eigentlich gleich sagen, ja gut, wir kommen nie wieder zurück. Da ist noch eine Höhle. Ja, aber das sind meistens ja immer nur so kleine Dinger. Alter, diese Insel ist ja gigantisch. Frage ist halt nur... Ich muss sowieso nach Hause, weil ich eine Spitzhacke brauche. Ich kann hier leider keine bauen. Ja, meine ist fast kaputt. Und ich will das ganze Zeug hier auf jeden Fall nicht einfach rumstehen lassen. Naja, wir kommen ja wieder. Doch, das ist nur eine kleine Höhle, Alter. Ist, na gut, okay. Wow, Fledermäuse. Achtung, hier wird's hot. Aber hier scheint kein Tempel zu sein. Rieseninsel, nix Tempel. Ein paar geile Steaks, was schmeiß ich denn jetzt weg hier? Obwohl, hier unten ist ja noch dieses Dschungelding. Kann ich auch Fledermaussuppe machen? Alter, irgendwie? Oh mein Gott! Was hat er denn jetzt gefunden? Lavastrom, riesigen. Wo bist das du sieht voll fett laufen? Aus. Ja, siehst du einfach, ich bin außenrum am Meer. Ach so. Ich dachte, wir brauchen halt die Sachen hier, deswegen sammle ich Sachen ein. Alter, wie fett sieht denn bitte schon der Lavastrom aus? Leute. Ja, Oleg, Oleg, sagt der Affe. Ich höre auch irgendwas blubbern hier. Er sieht voll krank aus. Alter, der Blubberkönig. Hast du dich hier auf den Hebel gestellt? Ja, aber... Was ist passiert? Gar nichts. Ja, weil da zwei sind, die du ja nicht gesehen hast. Immer noch nicht. Nee, einer war in der Hütte. Vielleicht gibt es noch einen dritten. Oh, oh. Ja, der wäre doch dann hier in der Nähe, oder nicht? Vielleicht müssen beide auf dem Ding draufstehen, zusammen. Oder schnell genug musst du sein, ich weiß es nicht. Oh, nice. Der hat genau das gegeben, was wir brauchen. Alter, hat mir eine Kiste gegeben. Oh, ich habe eine Spitzhacke bekommen. Wie bist du über die. Bist du über die Lava gegangen oder da links entlang? Ich bin an der Seite entlang. Oh, was ist das hier? Der alte Maya-Mund. Oh,
Oh, hier ist noch ein Äffchen. Na, ich gehe jetzt langsam wieder so Richtung Floß. Ja gut, es bringt ja auch nichts, hier einfach drüber zu rennen und sich alles anzusehen. Wir sollten vielleicht auch mal ein paar Sachen einsammeln. Naja, hey, wir haben hier sau viel. Wir haben hier unten einen Haufen Eisen. Ich würde sagen, wir sollten erstmal gucken, dass wir einen Tempel finden. Gewölbe habe ich gefunden. Weil da können wir uns dann Hacken holen. Wir können ja nichts einsammeln, wenn wir keine Hacken haben. Und Gras und sowas haben wir doch eh genug. Wow. Wie komme ich hier rüber? Das ist ja mal eine merkwürdige Höhle. Gras, wo bist denn du? Ich bin hier oben und sammle Kram. Ich habe hier voll... Hä? Ich habe hier ein Gewölbe gefunden, aber du kommst nicht rüber. Oh, die Folge ist schon längst vorbei. Alter, eine Piratenflagge! Aber die Folge, Kreis. Die Folge. Boah, du kannst ja an der Seite entlang. Heftig. Ich will die Flagge aber noch mitnehmen. Er sehnt sich nach etwas Obst. Ach stimmt, ich habe gar nichts zu fressen. Hast du nix? Ja doch, ich habe noch ein paar Spießchen. Boah, ein Säbel und so habe ich gefunden hier. Alter, hier liegt Gold rum. Eine Spitzhacke liegt hier auf dem Boden. Ja, das ist wahrscheinlich von irgendjemandem, den ich getötet habe. Jetzt hab ich wenigstens eine Spitzhacke. Oh, no, 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 no. Wir haben hier nämlich super viel Redstone liegen lassen, oder? Ey, ich bin gerade im großen Nunu-Tempel. Ich habe gerade meine eigene Show. Gibt's denn da Feines im Nunu-Tempel? Hier sind überall so Dinger, die er nicht füttert. Raum abgeschlossen. Da gibt's den kleinen Olli. Das ist ein Affe. Oh nein, wieso greife ich jetzt mit der Spitzhacke an? Nice! Glas! Hatte ich nicht schon viel. Da doch voll viel Schlamm. Wo ist das alles hin? Oh Mist, ich kann nichts mehr mitnehmen. Das bringt halt einfach nichts. Ich kann auch nichts mehr mitnehmen jetzt. Noch eine Kiste hier unten, aber das meiste werde ich wahrscheinlich liegen lassen müssen. Ja, wir müssen erstmal wieder zurückfahren. Ja, die Taschen sind voll. Und dann können wir wieder hier hoch und alles einsammeln und wieder zurückfahren. Oder wir bauen hier eine Base. Wir bräuchten halt diesen Teleporter. Ja, da war ein Teleporter. Ja, aber das dann müssen wir als nächstes machen. Dann musst du aus Redstone, glaube ich, ne? Gold und Bretter brauchen wir dann. Bist du beim Floß unten? Wir brauchen zwei Machtjuwelen. Ja, ich bin unten beim Floß. Die Frage ist, wo kriegt man Macht? Moment, habe ich nicht sogar ein Machtjuwel? Ich habe ein Labyrinth-Juwel. Verzaubertes Juwel verwendet es in einem Labyrinth, um bestimmte Gegenstände zu reparieren. Das habe ich. Hatte der Händler für 25 Gold. Nee, wir brauchen ein Machtjuwel. Sieht so aus, jetzt müsste man das selber irgendwo ran craften. Na gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss! Diddle.